Wow. Na okay, er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber sei wäre ich, er hätte ihm sogar von einem Rudel Tiger angefallen werden können. Tiger in der Gegend? Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternengucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Das ist kurz gefasst die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige Piep, ich habe dir doch gesagt, dass hier Tigerrudel herumstreuen. Keine Tigerrudel, nur ein kleines Mädchen. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige, ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Ja. Das war das, was ich meinte mit merkt euch mal das mit der ersten Begegnung von Johnny und River. Denn das hier ist die wirklich erste Begegnung von Johnny und River. Die, an die sich John leider nicht mehr erinnern kann. Schau nur. Ja, und das hier ist das eigentliche Titelbild von To the Moon. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste es auch. Das ist also dein Platz hier. Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen. Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Es ist langweilig, schätze ich.
Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Und hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige, brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Ja, leider sind sie das wirklich. Warum sollte er mich anlügen? Naja, das machen Erwachsene mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus... Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Ja, der Mond wird immer deutlicher zu sehen. Okay, von 3. 3, 2, 1 und los. Ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk im großen Zusammenhang. Größer als die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Das sind zwei Löffel und der Kopf. Und weiter. Und da, das sind die beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Jo. Da ist der Hase. Der Mondhase. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch jemandem erzählt, aber... Denkt jetzt an Akt 1. Ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Boah, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme von dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche, was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Klopp den Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was das ist. Ja, das Schnabeltier. So eine Art Entenbiber-Tier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny. Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalte es. Es gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren? Dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny, komme. Oh, mein Hackisack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit.
jetzt wissen wir, warum Johnny auf den Mond will. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren... Moment mal, soll das heißen. Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, dass hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein. Eva. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Notiz Mond erhalten. Ja, die ist jetzt ganz oben, oder was? Ziel, wo Johnny und River sich wieder treffen wollen, falls sie einander aus den Augen verlieren. Tja, nur hat Johnny River niemals wirklich aus den Augen verloren. Er weiß es nun nicht mehr wirklich, wegen den ganzen Beta-Blockern. Und dadurch, dass sie beide geheiratet haben, ist halt auch sein Wille verschwunden, überhaupt zum Mond zu fliegen. Also wird Dr. Rosalind das Einzige tun, was das ermöglicht. Nämlich River aus den Augen verlieren. Umdrehen. Neil? Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, dass du das weißt. Ach ja? Nur ich weiß, dass du weißt, dass ich... Hör mal, unser Job ist, ihn zum Mond zu bringen. Und das wird nur dann passieren, wenn Johnny motiviert ist, dieses Ziel zu verfolgen. Aber wenn wir dafür River entfernen müssen, was soll die Sache dann überhaupt noch? Er will überhaupt nur deshalb zum Mond, weil sie gestorben ist. Ich weiß, aber wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, den Vertrag in diesem spezifischen... Piep auf dem Vertrag. Ich habe diesen Job nicht angenommen, um ihm die Lebensfreude zu nehmen, Eva. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich mache das hier, damit die alten Knacker mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben können. Ich doch auch und ich mag meinen Job. Aber wenn wir gegen unsere gesetzlichen Pflichten verstoßen, wird man uns vor Gericht bringen. Das werden wir anfechten. Wir wissen, dass Johnny glücklicher wird, wenn er nicht zum Mond fliegt. Es gibt viele alternative Lebenstangenten, in denen Johnny glücklicher wäre, Neil. Wir sind nicht hier, um Gott zu spielen. Es ist unser Job, zu geben, was er bestellt hat. Zufällig wissen wir aber besser, was er will. Besser als er selbst. Versteht doch, ich riskiere River doch nur deswegen, weil ich an sie glaube. Und? Was soll das heißen? Du riskierst sie. Du entfernst sie. Außerdem werde ich es wieder gut machen. Wieder gut machen? Wie denn? Was soll die Zeit davon? Vertrau mir einfach. Sagt die Frau, die mich von einem Punkt Leuchtturm geschubst hat. Also wahrscheinlich verdammten Leuchtturm. Das ist jetzt nicht wirklich ein richtiges Fluchwort. Hast du gerade verdammte Lichtwerte? Mit deinem krummen Ton schaltest du meinem Zugriff nicht vollständig ab, Eva. Versteckte Fallen? Wirklich, Eva? Ich versuche nur Zeit zu gewinnen. Danke, dass du Bescheid sagst. Ja klar, was passiert, wenn ich da auch reintappe? Au. Das ist ziemlich teure Ausrüstung, die du hier durch die Gegend wirfst. Ich meine es ernst, bleib einfach nur so ein bisschen, warte, bis ich fertig bin. Ach, du kannst mich mal. Ja genau, das wird nicht zensiert. Au. Wird hier mit noch mehr Ausrüstung nach mir geworfen oder kriege ich jetzt endlich mal Ruhe? Wer war jetzt für mich nicht dazu, hier auszusteigen und dir den Stecker zu ziehen?
Du wirst ernsthaft riskieren, dass seine Erinnerungen in diesem kaputten Zustand bleiben? Hör einfach auf, bitte. Ich brauche nicht lang. Oha, nicht schon wieder. Oder komm doch und hol mich. Ich bin am Ende des Flurs. Ja, schon wieder. Jetzt wird's creepy. Das weißt du nicht wirklich. Findest du das witzig, Eva? Ja, jetzt kommt die Zombie-Evas. Großer Gott. Das sind nicht nur einfache Zombie-Evas. Das sind Zombie-Was. Keinen Schritt näher, ich bin bewaffnet. Wer ist der auf der Tastatur benutzt, um zu schießen? Was? Okay. Das kann ich. Ja, genau. Puh, sind diese Dinger also doch zu etwas gut. Ah. Ja. Puh. Nicht so toll. Ja, jetzt auch noch Kugeln. Und da sagt sie doch mal, dass Watts der verrückt ist. Das ist alles nur eine Schleife. Ja, so kann man es auch machen. Was zum... Ja, einfach den Notausgang benutzen durch Stargate. Eva, was ist passiert? Eva? Jetzt sind die Erinnerungen total durcheinander. Was noch? Milliarden von Leuchttürmen, die fett sitzen am anderen Ende des Himmels. Das ganze System versinkt im Chaos. Ja, hat sie gut gemacht. Es ist fertig, River. Sie wird nie mehr allein sein. Ich will einfach nicht wie alle anderen sein, Nick. Wie fühlt es sich an? Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Es würde Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Lieber nicht. Warum das? Ja. Au. Okay, der nächste Hase. Toll, da sind sie nur noch teilweise Erinnerungen. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny und wie heißt du? Dein Platz? Oh, Entschuldigung, ich wollte mich hier nicht alleine breit machen. Hör mal, das ist lange her. Kein Datum, keine Uhrzeit, Johnny. Jetzt werden wir auch noch angerufen. Hallo, Neil? Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel. Kein Piep, wir sind die Einzigen hier. Eva, was auch immer du gerade tust, hör auf damit. Ja, tolle Matrix-Anspielung. Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will, aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Neil. Warum kommst du da nicht endlich raus?
Ja, er ist halt nur der technische Fuzzi. Sie ist halt die mit dem ganzen Erinnerungswissen. Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich, sie geht nur woanders hin. Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren, um mich mit ein paar Oliven zu füttern. Aber das hier ist jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid, aber das hier führt zu gar nichts, wenn du weiter die Erinnerungen zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg, du musst mir vertrauen. Also bitte beruhige dich einfach und warte hier. Dann los jetzt, auslösen. Wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss. Du kleine Poserin, es gibt doch gar keinen Grund, ein Tor zu visualisieren. Was soll eigentlich dieses Melodrama, Neil? Warum kämpfst du so hart um das hier? Vergiss es, wir haben keine Zeit. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, was machst du? Psst. Hallo. Ja, Eva hat dafür gesorgt, dass irgendwelche fremden Kinder Müll mitnehmen. Sorry, Kleiner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los jetzt, sonst sind alle guten Tische besetzt. Die sind alle gleich gut, Mensch. Nein, Joey hat recht. An den in der Nähe der Küche riecht es besser. Joey? Ganz genau, man muss sich nur umdrehen, um einen Olivennachschlag zu kriegen. Bah, Oliven. Ihn zu retten rechtfertigt gar nichts. Er kann sich immer eine neue River suchen, Neil. Aber sein Bruder gibt es nur einmal. Jetzt kommen wir, stehen im Weg.